Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Auch wenn's abgedroschen klingt, hier stimmt's. Am westlichen Ortsrand von Winterlingen steht die Reitanlage Witzemann. Der Championmacher Andy Witzemann hat letztes Jahr mit seinem Pferd Prinz die German Masters in Stuttgart gewonnen. Der Schimmel Cornet de Luce sprang sogar bei den Olympischen Spielen in Rio. Wo sich die Crème de la Crème des deutschen Reitsports trifft, muss ich natürlich auch gewesen sein. Und vom Top-Reiter Andy Witzemann möchte ich erstmal wissen, was ihn an Pferden so begeistert. Jeden Tag erlebt man was Neues und erkennt man neue Seite von Pferden. Man lernt wieder was über die Pferde. Pferde sind eine riesige Faszination. Wenn sie sprechen könnten, würde man noch viel mehr über sie wissen. So müssen wir es halt aus dem Gesamtzusammenleben, sage ich mal, jeden Tag ein bisschen rausfinden. Aber es ist was Hochinteressantes. Von klein auf gehört Witzemanns Liebe diesen edlen Tieren und seit 20 Jahren ihre Ausbildung. Möglichst viele sollen ja Spitzenpferde werden. Wie macht man das? Man muss es abwechslungsreich gestalten. Die Ausbildung muss immer mit Gefühl stattfinden. Man muss mal wieder ein bisschen höher trainieren und wieder ein bisschen kleiner. Die Leichtigkeit darf nie verloren gehen, gar nie. Sie müssen immer Spaß drauf halten. 68 Pferde stehen in seinem Stall, eigene und fremde. Sie alle müssen täglich arbeiten, sprich trainieren. Manche bildet er mit seinen Mitarbeitern zum Verkauf aus, für den großen amerikanischen Amateurmarkt zum Beispiel. Starsänger Bruce Springsteen hat auch eines von Andy Witzemann. Andere legen ihn PS an. Dieses Pferd, wo der Konstantin drauf sitzt, der gehört einem Investor aus der Schweiz. Den hat er als junges Pferd gekauft. Wir bilden den jetzt aus. Das ist im Grunde genommen ein Investment. Da geht es dann auch um die Finanzen. Der würde gern investieren und gern auch ein bisschen was dran verdienen, wenn das Pferd dann soweit ist und sich auch wirklich so entwickelt, wie wir denken. Nicht nur die Pferde, auch die Bereiterinnen und Bereiter bekommen hier bei Andy Witzemann eine Spitzenausbildung. Okay, das war auch gut. Tipptopp. Was kann man von ihm lernen alles? Das Reiten, das ganze Management, Organisation. Ich habe einen Chef, der sehr verständnisvoll ist, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Da gibt es gute Reiter, sehr gute Reiter und Ausnahmereiter. Und ich glaube, Andy ist ein Ausnahmereiter. Also bis jetzt quasi 3 Tage. Immer erreichbar sein, das ist der Preis, wenn man einen guten Namen hat. Spitze natürlich für die Familie. Papa arbeitet ja quasi daheim. Seine 3 Kinder haben die Liebe zu den Pferden geerbt. Allerdings auch von der Mama. Sie reitet erfolgreich Dressur. Man hört ja nicht umsonst, dass Sie einen sehr, sehr guten Stall haben. Was machen Sie anders als andere? Ich glaube, dass es im Grunde genommen das Gesamtpaket von unserem ganzen System ist, das wir hier haben. Das losgeht bei der Zucht, das weitergeht bei der Selektion von jungen Pferden. Die Pferde haben bei uns sehr, sehr viel Zeit. Es wird jedes Pferd individuell anders trainiert, anders behandelt. Wir haben vielleicht auch mal einen Angestellten mehr, als man überhaupt bräuchte, nur um sicherzugehen, dass die Pferde ganz viel Zeit abkriegen im Training, dass sie genug rauskommen, dass man weiß, wie jedes Pferd anders gefüttert wird. Ich glaube, dass da unser Vorteil irgendwo liegt. So macht man Spitzepferd auf der Alp. Auch beim größten Ross kommt es auf das kleinste Detail an.